Yo Leute, zurück bei Red Faction. Und ich bin einfach beim letzten Checkpoint rein und gucke jetzt gleich mal, was hier passiert. Wir müssten jetzt theoretisch doch gleich da vorne das Nano-Gewehr kriegen. Irgendwie war das doch so, oder nicht? Du gehst erstmal ab, Flugmann. Ah komm, das ist zu schade. Bam. Her damit. Steht noch mehr? Aha! Geht doch, her damit. Plünderer, fast voll! Geh noch mal hier ran, weil wir dann volle Munition haben. Statt des Maschinengewehrs nehme ich das Nano-Gewehr mit. Tadüm! Yes, Geld. Batz, Batz, Batz. Ach ja, der Gran... Huch! Huch! Scheiße! Alter, jetzt bin ich aber tief gefallen. Aber hat sich gelohnt. Oder noch nicht. Oh, guck mal an. Hä? Geht das hier nicht kaputt? Ach so. Tschüss. Oh. Wenn schon, denn schon. So. Schön erstmal wieder Punkte gemacht. Neue Erweiterung freigeschaltet, okay? Das ist schon mal ganz nett. Ich muss sagen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich die Druckwelle da mache. Ich glaube, auf Q war das. Ich guck gerade gleich mal. Wo ist er denn? Monster? Okay. So. Tschüss. Kann es sein, dass ich hier gerade alles zerlege, ich aber vielleicht eher mal irgendwas reparieren sollte, damit ich mal nach oben kann? Hier, das wäre doch mal eine Maßnahme. Ach, das zersägt die auch direkt, ja? Das ist schön. Tschüss, Abflug. Hier, ach, guck mal, da gehen wir doch glatt nochmal runter. So, vorbei. Chance vertan. Hier ist nochmal Mund. Die nehmen wir natürlich mit. Hier können wir, glaube ich, noch rauf. Ah, können wir natürlich nicht. Ist doch Quatsch. Hallo. Schön, wenn die Gegner einfach mal so schnell down gehen. Noch kurz hier die Sachen eingesackt. Man sieht also, dieses Nano-Gewehr zersetzt schon ordentlich. Bevor wir weitergehen, ist wahrscheinlich eh nichts, aber ich möchte mich natürlich nochmal umgucken. Aber man muss echt aufpassen, bei den ganzen zerstörbaren Sachen, dass man sich nicht selbst den Weg kaputt macht, so wie ich das hier jetzt schon gemacht habe. Das ist riskant, riskant, riskant. Ah, seht ihr? Schon wieder. Aber wir haben ja zum Glück hier unser Wunder-Reparier-Werkzeug. Das wird uns ja wahrscheinlich noch öfter einen guten Dienst leisten. Würde ich mal behaupten. Dieses Nano-Gewehr ist schon... Alter, Alter! Nur weil ich da drauf geschossen habe, ist das da alles weg. Shit. Reparieren. Okay, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss, aber ich gehe auf jeden Fall... Wow, das war knapp. Ich gehe auf jeden Fall nochmal rüber, weil hier noch ein paar Sachen sind. Okay. Ach, wartet mal, von hier komme ich. Stimmt, ich bin ja jetzt nach oben gegangen. Ich muss ja nach unten. Dann springen wir einfach ganz runter. So. Ist denn hier jetzt... Wo ist denn hier der Weg? Hör mal.
weg. So. Das ist doch schön. Was? Wo muss ich denn hin? Oh, Wasserpumpen. Hätte ich vielleicht nicht kaputt machen sollen. So, jetzt haben wir noch eine. Da, her damit. Mach sie ganz. Geschafft. Okay. Corporal, I've got the first set of pumps running. How's the water situation? It's flowing, but something's not right. It looks dirty. We're running some diagnostics on the purification plants. Deep Freeze 2 isn't sending back any data. Want me to take a look? Thanks, but we'll handle it. You've done enough already. Finish with the rest of those pumps and head back home. Sam, where's the next station? Okay, die nächsten Pumpen finden. Ah, seht ihr? Schon verpeilt. Da müssen wir eigentlich nur zurückgehen. Und da oben ist Munition und Geld gewesen. Super praktisch. Zum Kotzen. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Mann! Das ist ja nervig. Da kann man ja eigentlich nur mit dem Reparierwerkzeug hier die ganze Zeit rumlaufen, damit man dann auch wirklich, anstatt irgendwo durchzufallen, das noch ganz schnell repariert. Mann, Mann, Mann. Übrigens haben wir heute den 6. und natürlich kam South Park nicht raus. War ja auch zu schön gewesen, aber die USK musste wieder Faxen machen. Naja. Was will man machen? Okay, von hier kommen wir. Wo muss ich denn jetzt hin, verdammt? Hä? Ach, da hinten. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Alter. Den mache ich von hier kalt. Ich hätte lieben gerne South Park gespielt, aber naja. Es ist mir einfach nicht gegönnt. Beziehungsweise, ich bin ja nicht alleine davon betroffen, aber trotzdem. Ich habe mich so krass auf dieses Game gefreut und im Endeffekt ist wieder Nüs. Das kotzt mich so ein bisschen an, aber nun gut, was will man da auch machen, ne? Ah, okay, explodieren. Nochmal hier kurz ein bisschen was eingesackt und dann verbessern wir uns mal. Leben haben wir ja schon. Die Nanoschmiede erfüllt dich mit Energie und erhöht vorübergehend deine Angriffsgeschwindigkeit sowie den Schaden, den du verursachst. Ist nicht schlecht. Erhöht den Schaden, der durch Sprengsätze verursacht wird. Ist auch nicht schlecht. Erhöht den Schaden und die Effektivität. Naja, das brauche ich nicht. Was ist das? Die Nanoschmiede erzeugt eine Sphäre beschützende Energie, die Beschuss durch Waffen abhält. Feinde innerhalb dieser Hülle werden Naniten angegriffen. Alter, das ist geil. Toten Gegnern wird Barschrott abgenommen. Das ist auch gut. Ich würde mal sagen, wir nehmen das Toten Gegnern wird Barschrott abgenommen. Einfach, weil wir dann wieder genug sammeln können und uns dann verbessern können. Würde ich mal behaupten. Ich werde jetzt hier nicht rüberspringen. Warum hat sich das denn hier nicht aufgeladen? Oder ist das nicht wie im ersten Teil? Oder was heißt erster Teil? Im Teil davor. Da hat sich das immer aufgeladen, wenn man an die Munitionsstände gegangen ist. Da ist ja mies. Aber gut. Ich meine, schlimm ist es jetzt auch nicht. Okay, das war das Nest. Bevor da überhaupt jemand gespawnt ist, oder wie? Oh. Tschüss. Ha, zersetzt. Made. Ach, scheiße. So. Also ich muss wirklich sagen, ich finde das Spiel nicht, also bis jetzt nicht besser als Red Faction Guerrilla. Das würde ich so nicht sagen, weil die beide sehr gut sind bis jetzt. Aber
ich muss sagen, also auch hier dieses Bam, diese Druckwelle, ich finde es klasse. Macht wirklich Spaß. Ist der. Alter. Hau ab. Mir ist mal aufgefallen, ich ziele gar nicht mit den Waffen. Also jetzt außer hier mit der, aber da zoome ich auch nicht ran. Brauche ich irgendwie gar nicht. Voll unnötig. Mit dem habe ich jetzt vorhin ein bisschen rangezoomt, einfach weil das ja auch eher so ein, ja, präziseres Gewehr ist. Und man da ja auch nur 4 Schuss drin hat. Das heißt, die müssen halt auch sitzen. Das Gebiet räumen, okay? Alter, Abflug. Wow, geh mal beiseite. Nee, hier möchte ich nicht so gerne runterfallen. Was? Kannst du es wagen? Sehr schön, wie die dann zersetzt werden, muss man sagen. Wie soll ich... Achso, das liegt auf Stein. Das sieht nur so dunkel aus. Wie ist denn mit dir? Auch wenn es hier nicht gerade tief runter geht. Muss ja einfach nicht sein. Bam, Junge! Schnell noch mal was kaputt gemacht. Ah, die brauchen 2 Schüsse, okay. Na, Abflug, Junge. Also man muss sagen, oder ich muss mal sagen, ich finde die Waffe ja ganz cool, aber so wirklich effektiv jetzt gegen hier die Massen ist sie jetzt nicht so. Da war das jetzt schon effektiver. Ich muss aber mal eben hier die Sachen einsammeln. Danach repariere ich dann noch den ganzen Dreck hier, den ganzen Schmodder. So. Corporal, all the pumps are back online. How's things on your end? 2 Pumpen waren hier nur. Du sollst nicht nach vorne oder zurück hüpfen. Du willst das Loch stopfen. Corporal! Damn it. Sam, where's that planet? Deep Freeze 2 was located in the cave system below us. However, I must caution that the area is quite large and finding the corporal would be... We're going down there. Show me the way. Ja, zeig mir den Weg. Das habe ich gerade. Okay, das Maschinen, sag ich schon. Das Magnetgewehr hatte ich ausgerüstet. Jupp, ab nach unten. Also ich muss sagen, ich bin wirklich hochmotiviert. Meine Stimme ist noch ein bisschen etwas angeschlagen. Ich muss sagen, ich bin hochmotiviert, was das Let's Play angeht, weil diese Funktion, die ich da jetzt halt herausgefunden habe, mehr oder weniger, oder mich erkundigt habe, dass ich halt einfach mehr rendern kann in einem, ist so perfekt. Ich kann einfach in der Nacht wirklich rendern und kann dann Raketenwerfer statt des Granatwerfers kommen. Man kann halt wirklich dann hingehen, oder ich kann dann wirklich hingehen und kann statt des... Ah, hier liegt eine Shotgun, brauche ich aber nicht. Ich kann halt wirklich hingehen und kann statt des... statt dieses, ja, ein Video rendern und dann ist erstmal gut, kann ich halt jetzt wirklich hingehen und 5 Videos auswählen und 5 Videos hintereinander rendern in der einen Nacht und hab dann... Zum Beispiel jetzt momentan erstmal für 5 Tage Videos. Ich habe mich jetzt auch entschieden, dass ich doch noch, dass ich es doch so machen werde, dass jeden Tag ein Video kommt, weil ich jetzt halt auch einfach mit dem Input hinterherkommen kann durch diese Möglichkeit. Das wusste ich halt vorher nicht, sonst wäre das vorher mit dem Input, Output müsste man eher sagen, ist ja Output, viel zügiger gekommen alles. Aber, naja, das wusste ich nicht. Schade drum, aber auch nicht weiter schlimm.
dahingehend natürlich schlimm, dass es mich wieder irgendwie zurückgeworfen hat, was das Let's Playen angeht. Aber auszuhalten. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und melde mich dann einfach gleich zurück. Bis dahin und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.